viele von uns leben fern ihrer Heimat, weil sie das Studium oder andere Lebensumstände von zu Hause weggebracht haben. Da liegen viele Chancen drin. Aber oft ist es auch schwer. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wie wir lernen können, mit allem, was wir von unserer Familie gelernt haben, zu leben, davon erzählen wir heute. Also, bis gleich! In meiner Studienstadt eine Freundin kennengelernt, die aus dem serbischen Teil von Bosnien-Herzegowina stammt. Und diese Freundin hat von ihrer Mutter gelernt, dass jeder Mensch geliebt sein will, egal welche Hautfarbe er hat, egal wie alt er ist und egal woher er kommt. Und dieser Mutter ist plötzlich gestorben, weil sie schwer krank war und in ihrer Stadt hat sie nicht die richtige medizinische Versorgung bekommen. Und dieser Tod war für meine Freundin ganz schwer. Ich kann das nur ahnen, was das bedeutet. Du bist fernab von deiner Heimat, du lebst in einer fremden Mentalität, in einer fremden Sprache und du kriegst auf einmal mit, deine Mutter stirbt zu Hause. Du hast ja keine Bleibe mehr, du hast kein Zuhause mehr. Und sie hat dir das alles anvertraut. Und dieses Vertrauen unter euch ist ja im Grunde nur langsam gewachsen, weil ihr seid ja eher zufällig einander zugewürfelt worden, weil ihr zusammen eine Studienarbeit zu schreiben hattet. Und das war in englischer Sprache. Und meine Freundin kann nicht so gut Englisch. Und dadurch haben wir uns öfters treffen müssen. Und so ist ein großes Vertrauen entstanden. Und wir haben sogar eine ganz gute Note bekommen. Und dieses Vertrauen ist ja wirklich ein Prozess. Das geht ja ganz, ganz langsam. Und ich merke, dieses Vertrauen unter euch, so hast du es erzählt, ist so tief geworden, dass dann und wann ganz plötzlich tiefe Fragen hervorkamen. Plötzlich fragte sie mich, ob ihre Mutter auf sie schaut, ohne jemals über den Glauben gesprochen zu haben. Ich war ganz überrascht. Und dann habe ich ihr gesagt, unser Weg hier auf Erden ist ein Pilgerweg. Und die Ewigkeit beginnt nicht erst nach unserem Tod, sondern hier und wenn wir lieben. Und ich glaube, dass deine Mutter geliebt hat. Und in dieser Liebe ist sie zu Hause. Geniale Antwort, weil du wirklich die Liebe aufgegriffen hast, die sie geschenkt bekommen hat, die du ihr geschenkt hast und die sie gelebt hat. Dann sagte sie, Amela, jetzt glaube ich, dass meine Mutter wirklich an einem ganz guten Ort ist. Und ich glaube, wenn du von einem Ort sprichst, dann fällt mir das Wort Bleibe ein. Und mir fällt Jesus ein, weil er selber mit seinen Jüngern zusammen war, klar hatte, dass er sterben würde. Und seine Jünger hatten natürlich Angst, wie soll es denn weitergehen? Und dann sagt er ihnen, bleibt in meiner Liebe. Und dieses Bleiben ist bei uns in der deutschen Sprache ja wie eine Wohnstatt. Ich habe eine gute Bleibe, sagen wir. Und das heißt ja, dass diese Liebe, die deine Freundin von deiner Mutter gelernt hat, dass diese Liebe eine Bleibe geworden ist. Konkret gelebte Liebe ist die Brücke zu anderen Menschen, zu Gott und zu unseren Verstorbenen. In der Liebe sind wir verbunden. Du in mir, ich in dir. You within me, I within you. Übrigens, Liebe will sich immer weiter schenken. Sie bleibt nie bei sich. Also liked und shared dieses Video.